Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Tut das gut, wieder zu Hause zu sein, seufzte ich erleichtert und sah zu Paul hinüber, meinem Mann, der sich entspannt auf dem Bett ausstreckte. Fröhliches Vogelgezwitscher vor unserem Fenster hatte uns schon früh geweckt. Dann lass uns das Beste daraus machen, entgegnete mein Mann. Morgen geht's ja schon wieder weiter. Wohin denn nun wieder? Fragte ich mit nicht gerade übermäßiger Begeisterung. Nach Vancouver. Wir waren gerade von einer zweimonatigen Rundreise durch den Staat Washington zurückgekehrt, wo wir in allen möglichen Kirchengemeinden Kinderwochen gehalten hatten. Im Sommer waren wir fast immer unterwegs. Als begeisterte Mitarbeiter einer kirchlichen Kinderarbeit wollten wir möglichst vielen Kindern das Evangelium weitersagen, sie anleiten und ermutigen, in ihrem Glauben fester zu werden. An diesem Montagmorgen, es war der 7. August 1989, klingelte schon sehr früh das Telefon. »Ich nehm ab, bleib du nur liegen«, rief ich meinem Mann zu. »Hallo Mama, wie geht's euch?« »Das ist Paula«, gab ich meinem Mann leise zu verstehen. »Uns geht's prima«, versicherte ich unserer Tochter. »Wir haben gerade festgestellt, wie gut es tut, zu Hause zu sein.« »Oh, ja, also dann werde ich lieber nicht fragen«, zögerte Paula. Aber sie kannte ihre Eltern und so meinte sie darauf, nach kurzer Pause entschlossen: »Könnt ihr mit ein paar Kindern zum Freizeitpark Golden Ears fahren? Wir wollen dort ein Picknick mit ihnen machen.« Der Park lag ungefähr 15 Kilometer entfernt. »Ich könnte nämlich noch ein Auto gebrauchen. Ein Helfer ist ausgefallen.« Abermals eine kurze Pause. »Also, wenn ihr mitkommen wollt, je eher ihr hier sein könnt, desto besser. Wir treffen uns an der Kirche. Die anderen warten schon alle. Sie können kaum abwarten, bis es endlich losgeht.« Leicht verzweifelt sah ich zu Paul hinüber. »Okay, wir kommen«, versprach ich dann, wusste ich doch nur zu gut, was mein Mann sagen würde. Es gab kaum etwas, was er für Kinder nicht tun würde, war doch seine eigene Kindheit furchtbar gewesen. Als wir dann aus der Stadt herausfuhren, hatten wir den Wagen voller Kinder. »Wir fahren zum Golden Ears Park, wir fahren zum Golden Ears Park«, jubelte ein Kind übermütig und alle lachten. Wir würden bestimmt viel Spaß miteinander haben. Am Park trafen wir auch die Kinder, die in anderen Autos mitgefahren waren. Paula gab noch ein paar Anweisungen und schärfte den Kindern ein, besonders auf den schlüpfrigen Felsen vorsichtig zu sein. Wir würden den Wasserfall auf einem Felsgrat überqueren. »Passt gut auf, Kinder. Auf der anderen Seite des Wasserfalls geht es 20 Meter steil in einen Gletschersee hinunter. Also keinen Unsinn, verstanden?« erklärte Paula laut und vernehmlich. Wir waren richtig stolz auf unsere Tochter. Paula hatte ein Herz für Kinder. Sie und auch ihre Schwestern hatten uns immer bei unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützt. Nicht zuletzt mit ihrem Talent als Bauchrednerin. Paulas rotblondes Haar flatterte im Wind, als wir uns zum Fußweg auf dem Felsgrat aufmachten. Vorsichtig turnten wir über die glatten, feuchten Steine. Hin und wieder machten wir Rast, um den atemberaubenden Ausblick zu genießen, der sich unseren Augen bot.
Ein wenig besorgt beobachteten wir, wie zwei ältere Leute von einem Felsen ziemlich weit oben in den Gletschersee hinuntersprangen. »Das Wasser ist doch eiskalt«, rief ich meiner Tochter zu. »Wie halten die das nur aus?« »Keine Ahnung«, rief sie zurück und schüttelte lachend den Kopf. »Hauptsache, ich brauche es nicht zu machen.« Mein Mann hatte es vorgezogen, sich auf der anderen Seite des Gletschersees niederzulassen, wo ein paar kleinere Seen lagen, die, wie er fand, ein wenig einladender aussahen. »Ich werde noch ein bisschen lesen«, rief er mir zu. Außer uns hatten sich noch viele Schwimmer und Sonnenanbeter eingefunden. Einige tummelten sich am Fuß des Wasserfalls, andere im Fluss. »Eigentlich müsste es hier an manchen Stellen Absperrungen geben oder wenigstens Warntafeln«, dachte ich. »Ist das schön hier oben«, rief eines der Mädchen. »Einfach himmlisch«, stimmte ich zu. Mir kam es tatsächlich vor, als wären wir dem Himmel ganz nahe gerückt, als bräuchte ich nur die Hand auszustrecken und könnte Gott berühren. Über uns ragten Fichten und Kiefern in den Himmel. Durch ihre Zweige flimmerte das Sonnenlicht und wenn man nach unten sah, funkelte in der Tiefe smaragdgrün der Gletschersee. Ich legte mich in die Sonne. Die Zeit verging. Als ich auf meine Armbanduhr sah, rief ich meinem Mann zu, »Paul, es ist schon 14:15!« Er sah von seinen Büchern auf und gab mir durch Zeichen zu verstehen, dass er mich gehört hatte. In dem Augenblick sagte Paula, »Ich gehe zu Vater«, und sie begann, auf dem Felsgrat entlang zu balancieren. Irgendwo in der Nähe bellte ein Hund und schreckte mich auf. Ängstlich beobachtete ich, wie sie sich langsam vorwärts bewegte. Paul beobachtete sie ebenfalls. Sie hatte es geschafft. Er stand auf und streckte ihr seine Hand hin. In diesem Moment verlor sie den Halt, glitt aus und stürzte über den Felsrand ins Wasser. In Bruchteilen von Sekunden wurde sie in einen Strudel hineingezogen, dreimal herumgewirbelt und bevor noch irgendeiner von uns begreifen konnte, was geschah, über den Wasserfall geschleudert. Ich sprang auf, fassungslos schreiend. Was sollte ich nur tun? Ich konnte meiner Tochter nicht helfen. Mein Blick irrte zu meinem Mann hinüber und ich sah, wie er sich an die linke Brustseite griff und vornüber fiel. Selbst auf diese Entfernung hin konnte ich sehen, wie jede Farbe aus seinem Gesicht gewichen war. Eine Herzattacke. Alles schien für mich im Zeitlupentempo abzulaufen. Dabei herrschte ein schreckliches Chaos. Ich musste mich zusammenreißen, durfte nicht hysterisch werden, denn da waren ja noch die Kinder, die man uns anvertraut hatte. Wenn die jetzt auch noch kopflos reagierten. »Oh Gott, rette uns«, stöhnte ich verzweifelt. »O Herr, wenn du Paula von uns nehmen willst, gib, dass sie nicht leiden muss und bitte lass Paul nicht sterben.« Unvorstellbar, dass Paula noch lebte. Wie sollte jemand einen Fall aus 20 Meter Höhe in das eiskalte Wasser eines Gletschersees überleben? Ich wollte zu Paul hinübergehen, aber meine Beine zitterten so sehr, dass ich es nicht wagte. Ich hatte gerade beschlossen, durch den See hinüber zu schwimmen, als ein Mann, von der Stelle, an der Paul lag, mir zurief, »Ich werfe ein Seil rüber. Mein Sohn ist ganz in Ihrer Nähe. Er wird das Seil auffangen und Sie können sich daran festhalten, wenn Sie herüberschwimmen.« Ich hielt mit der einen Hand das Seil umklammert, während ich mit dem anderen Arm Schwimmbewegungen machte. Das Wasser war eiskalt, was mir freilich gar nicht recht ins Bewusstsein drang. So schnell wie möglich versuchte ich, ans andere Ufer zu gelangen. Am Fuß des Wasserfalles sahen ein paar Jungen, die dort auf den Felsen herumspielten, wie ein menschlicher Körper ans Ufer gespült wurde. Geistesgegenwärtig zogen sie den leblosen Körper aus dem Wasser. Eine Frau, die sich auf den Felsen gesonnt und das alles beobachtet hatte, begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Später erfuhr ich, dass diese Frau Krankenschwester und speziell für Erste Hilfe bei Badeunfällen ausgebildet war. Ich selber kämpfte mich, halb schwimmend, halb laufend, durch das mit Steinbrocken übersäte Becken des Sees. In meiner Panik rutschte ich mehrmals auf den glitschigen Steinen aus. Dabei muss ich mir den Arm gebrochen haben. Er hing schlaff an meiner Seite herunter und als ich aus dem Wasser herauskam, durchzuckte mich ein grässlicher Schmerz.
Ich sah, wie eine Frau sich über Paul beugte. Der Mann mit dem Seil erklärte mir, sie ist Krankenschwester und kennt sich mit Herzattacken aus. Gott sei Dank, stöhnte ich. Mein ganzer Körper zitterte unkontrolliert. Dann fiel mir ein, dass ja in meiner Jackentasche die Herztabletten steckten. Ich sagte es der Krankenschwester. Irgendjemand hatte mein heftiges Zittern bemerkt und legte mir fürsorglich ein großes Handtuch um. Die Krankenschwester wandte sich zu mir und sagte beruhigend, »Es ist Ihre Tochter, die über den Wasserfall geschleudert wurde, nicht wahr? Meine Schwägerin ist bei ihr. Sie wird alles tun, um sie zu retten.« Ich ließ mich auf den Boden sinken, nicht mehr fähig, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Konnte es wahr sein, dass Paula vielleicht doch noch lebte? Dass gleich zwei Krankenschwestern uns bei diesem Unfall helfen konnten, dafür gab es eine einfache Erklärung. Das Krankenhauspersonal streikte an diesem Tag und viele hatten das schöne Wetter zu einem Ausflug genutzt. Einer der Männer, die wir im Gletschersee hatten tauchen sehen, war Langstreckenläufer. Er rannte sofort zur nächsten Telefonzelle, um einen Krankenwagen anzufordern. Irgendwie schafften es alle Kinder, heil und gesund zu den Autos zu kommen. Eng aneinander gedrängt standen sie da, beteten und fragten sich angstvoll, was nun werden würde. Schon bald traf ein Krankenwagen ein. Sanitäter legten Paula, meinen Mann und mich auf Tragen und transportierten uns ins Krankenhaus. Um 3 Uhr morgens erfuhr ich, was Paulas Röntgenuntersuchungen ergeben hatten. Sie hatte sich einen Halswirbel gebrochen, einen Arm ausgekugelt und eine Niere sowie die Leber waren verletzt. Aber sie lebte. Auf der Intensivstation des Krankenhauses lag Paul, angeschlossen an eine Herz-Lungen-Maschine. Am Morgen kam eine Krankenschwester an sein Bett und fragte ihn, »Mr. Powers, möchten Sie, dass ich für Sie, Ihre Frau und Ihre Tochter bete?« Mein Mann nickte. »Ich glaube«, bemerkte sie, »es wird Ihnen helfen, wenn ich Ihnen dieses kleine Gedicht vorlese.« Sie zog eine Karte aus ihrer Kitteltasche und begann leise zu lesen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, »Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein, aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?« Da antwortete er, »Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.« Sie sah meinen Mann an. »Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wer das Gedicht verfasst hat. Es ist anonym, aber es hat mich schon oft getröstet.« Paul hob schwach die Hand. »Ich kenne den Verfasser«, flüsterte er, »sehr gut sogar.« Die Krankenschwester dachte, er sei wegen der starken Medikamente etwas benommen und nicht ganz bei sich. Aber Paul wiederholte, »Ich kenne den Verfasser sehr gut. Es ist meine Frau.« Thank you.
Ehemann und Tochter auf der Intensivstation, ich mit einem gebrochenen Arm, über unserem Leben schien sich eine dunkle Wolke zusammengezogen zu haben. Aber wie durch ein Wunder waren beide am Leben. Und wie ich es früher erfahren hatte, vertraute ich auch jetzt darauf, dass Gott uns durch diese schwere Zeit hindurchtragen würde. Mein Mann erzählte mir später, dass ihm die Krankenschwester Spuren im Sand vorgelesen hatte, dass diese Zeilen, die ich vor über 20 Jahren geschrieben hatte, offenbar so vielen Trost schenkten, berührte mich tief. So manche Erinnerung wurde bei dieser Gelegenheit wieder wach. Mein erstes Zusammentreffen mit Paul Powers kam mir in den Sinn. Ich erinnerte mich daran, dass mir vor allem seine schmutzigen Jeans aufgefallen waren, ja mehr noch, seine ganze Kleidung hatte auf mich irgendwie schmuddelig gewirkt. Nichts von dem gepflegten, gut aussehenden, unwiderstehlichen Märchenprinzen, den ich mir erträumte und von dem ich mich auf stolzem Ross in eine strahlende Zukunft entführen lassen wollte. Ich lebte damals in Toronto, im High Park-Gebiet. Mein jüngerer Bruder Jim hatte mich und meine Schwester gebeten, mit ihm zu einer bestimmten Buchhandlung zu gehen. Dort trafen wir Paul, der in diesem Geschäft arbeitete. Mein Bruder und er kannten sich. »Hallo, wie geht's? Toll, dich mal wieder zu treffen«, begrüßten sich die beiden jungen Männer und schlugen einander auf die Schultern. »Oh, übrigens, das sind meine Schwestern, Margie und Ruby«, erklärte Jim und deutete zu uns hinüber. »Das hier ist Paul Powers.« Ich musterte ihn eingehender. Ungefähr 25 mochte er sein, und das hieß 4 Jahre älter als ich. Hinter seiner Brille mit der dunklen Fassung sah ich 2 blaugraue Augen, die mich vergnügt anblitzten. Ich konnte mir nicht helfen, trotz seiner nicht gerade geschniegelten Erscheinung wirkte er irgendwie anziehend mit seinen dunklen Haaren und dem sonnengebräunten Gesicht. Er entschuldigte sich wegen seiner schmutzigen Kleidung. »Ich helfe gerade jemandem, ein paar Sachen zu transportieren«, erklärte er und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war August und ziemlich heiß. Und plötzlich fragte ich mich im Stillen, wie ich wohl aussehen mochte. Paul sah mich unverwandt an. Er drückte mir ein Buch in die Hand, das er die ganze Zeit gehalten hatte, und fragte, »Sind Sie verheiratet?« Verdutzt sah ich auf den Titel und las, »Wie ihre Ehe glücklicher wird.« Seine Frage kam ziemlich überraschend. Glitzerte da nicht etwas in seinen Augen? Ich verlor ein wenig die Fassung und sagte kurz angebunden, »Nein, und ich habe auch nicht vor, es in absehbarer Zukunft zu sein.« Paul würde heute sagen, ich sei ziemlich kratzbürstig gewesen. Verkneifen konnte ich es mir freilich nicht, die Frage zurückzugeben. »Und Sie, sind Sie verheiratet?« Er grinste und antwortete, »Nein, aber ich denke darüber nach.« Was Paul damals nicht wissen konnte, ich hatte zu der Zeit immer noch daran zu knabbern, dass eine Beziehung zu einem jungen Mann kaputt gegangen war. Von daher hatte ich über Männer gerade keine besonders gute Meinung. »Sollen wir nicht etwas Kühles trinken?« schlug Paul vor. »Wir könnten in ein Restaurant gehen.« Ich zögerte, doch Ruby und Jim, die sich inzwischen zu uns gesellt hatten, stimmten begeistert zu. »Es gibt da in diesem neuen Restaurant ein fantastisches Getränk. Also es besteht aus Orangensaft, Honigmilch und dem Saft von Honigmelonen«, erklärte Paul. Der Drink war in der Tat wunderbar erfrischend und genau das war auch unsere Unterhaltung. Paul war ein brillanter Erzähler und brachte uns alle zum Lachen. »Wie kommen Sie nach Toronto?« fragte mich Paul im Laufe des Nachmittags. »Ich betreue einige Ferienkurse. Ich bin Lehrerin«, antwortete ich. Damals war ich bereits 3 Jahre im Schuldienst, während meine Schwester Ruby noch aufs Gymnasium ging. Und ich helfe Jim bei seiner Arbeit. Allerdings verriet ich Paul nicht, um was für eine Arbeit es sich dabei handelte. »Übrigens, Paul«, schaltete sich mein Bruder ein, »wir wollen am Samstag auf die Ausstellung.« Die kanadische Nationalausstellung war jedes Jahr das Ereignis schlechthin. Wir liebten die aufregende Atmosphäre, die dort herrschte. Es war immer etwas los. »Warst du schon mal dort?« erkundigte sich mein Bruder. »Nein, aber ich würde gern mitgehen. Am Wochenende kann ich mir frei nehmen. Margie, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mitkäme? Ich würde Sie gern abholen.« »Eine Verabredung.« Ich suchte krampfhaft nach einer Entschuldigung.
Aber der Bursche hatte so etwas Anziehendes, Liebes an sich, selbst wenn er ganz ernsthaft war. Du brauchst mal eine Abwechslung, dachte ich bei mir. Genau, das war's. Mal ein paar Stunden richtig Spaß haben. Sie werden es nicht bedauern, Ja gesagt zu haben, versprach Paul. Und die Vorfreude in seinen Augen überzeugte mich. Die über das ganze Gelände verstreuten Ausstellungszelte blähten sich im Wind. Ein Riesenrad drehte sich und viele Karussells. Überall herrschte lebhaftes Gedränge, Fröhlichkeit, Lärm an allen Plätzen. Aus den Lautsprechern dröhnte Musik, dass man fast sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Am meisten aber interessierten uns die Ausstellungen und Vorführungen. Schon bald stellten wir fest, dass wir über alles Mögliche miteinander reden konnten, über Hobbys, über Musik, gute Bücher und vieles mehr. Irgendwie gelang es uns auf dem Gelände schließlich ein ruhiges Plätzchen zu finden, wo wir ungestört wie auf einer Insel saßen. Paul wollte wissen, was ich so als Missionslehrerin in Quebec machte. Er interessierte sich sehr für meine Arbeit, für die französischen, für die englischen Schüler und ebenso für die Indianerkinder. Ich hatte diese Klasse in den ersten 3 Schuljahren gehabt. Leider musste ich wegen einer Krankheit mit dem Unterrichten aufhören, gestand ich Paul. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Aber im Herbst werde ich in der Nähe von Tilsonburg unterrichten. Darf ich erfahren, was passiert ist? Vorsichtig, ganz behutsam kam die Frage. Wir hatten einen schrecklichen Gewittersturm, sagte ich langsam. Irgendwie zögerte ich, mich wieder an die furchtbaren Ereignisse dieses Monats Mai im Jahr 1963 zu erinnern. Die Blitze zuckten von einer Bergspitze zur anderen und machten vielen Kindern Angst. Dabei waren die meisten an die Stürme gewöhnt. Ich hatte meinen Schülern immer wieder eingeschärft, bei einem solchen Sturm die Fenster zu schließen. Jimmy machte trotzdem das Fenster auf, nur einen ganz kleinen Spalt, wie er sagte, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ich schaute Paul an, er sah mich so interessiert an, dass ich gar nicht anders konnte, als weiter zu erzählen. Ein Blitzstrahl fuhr durch das geöffnete Fenster und traf mich an der Wandtafel, wo ich gerade etwas anschrieb. An meinen Fingerspitzen konnte ich Funken fliegen sehen. Ich wurde zu Boden geschleudert. Ein paar Momente muss ich das Bewusstsein verloren haben. Als ich wieder zu mir kam, lag ich an der Seitenwand des Klassenzimmers auf dem Fußboden. Mühsam rappelte ich mich hoch, versuchte, die Kinder zu beruhigen. Ganz unbefangen wollte ich meinen Unterricht fortsetzen, aber ich fühlte mich schwindlig und krank. Das Klassenbuch und die Gesichter begannen vor meinen Augen zu verschwimmen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die Kinder noch vor Ende des Unterrichts nach Hause zu schicken. Ich legte meinen Kopf auf den Schreibtisch und vergrub ihn in meinen Armen. Alles tat mir weh. An den folgenden Tagen fühlte ich mich richtig krank. Die Schmerzen im Rücken und in meinen Armen wurden unerträglich. Aber ich habe weitergearbeitet. Als am Freitag meine beste Freundin Betty Reeside zu Besuch kam, warf sie nur einen Blick auf mich und fuhr mich sofort ins Krankenhaus. Mein Zustand war weit schlimmer, als irgendjemand vermutet hatte. Es dauerte Wochen, bis ich nach Hause konnte. Die Schulleitung weigerte sich, meinen Vertrag zu verlängern, weil es unsicher war, ob ich jemals wieder richtig arbeiten könnte. So ging ich zu meinen Eltern zurück. Paul hatte zugehört, ohne mich zu unterbrechen. Aber jetzt nahm er meine Hand, zart und doch beruhigend. Ich fühlte mich geborgen in seiner Nähe und empfand Trost, als seine Augen in meinem Gesicht forschten. Gott hat mir Kraft gegeben, vertraute ich ihm an. Er hat mich dahin durchgetragen. Schon bald stellten wir fest, dass wir uns, was unseren Glauben betraf, auf derselben Wellenlänge befanden. Je mehr wir uns aus unserem Leben anvertrauten, umso wohler fühlten wir uns. Wir entdeckten, dass wir beide, anderen Menschen, die gute Nachricht von Jesus Christus bringen wollten. Immer enger, immer tiefer fühlten wir uns miteinander verbunden. Meine Schwester, mein Bruder und ich waren abends bei Freunden eingeladen. Kurzerhand nahmen wir Paul zu unseren Gastgebern mit. Der Abend war der perfekte Abschluss eines wundervollen Tages. Spät am Abend bot mein Bruder an, Paul nach Hause zu fahren.
Ich saß neben Paul im Wagen und wir redeten noch immer miteinander. Als Jim vor Pauls Haustür anhielt, gab mir Paul einen herzhaften Kuss. Das kam überraschend, aber es war mir alles andere als unangenehm. Es war schön heute, strahlte ich ihn an. Das finde ich auch. Darf ich dir schreiben? Als mein Bruder und ich nach Hause fuhren, meinte ich etwas sorgenvoll. Es war wirklich ein schöner Tag, aber schreiben wird er mir bestimmt nicht. Wie sehr ich mich doch irren sollte. Der wundervolle Tag mit Paul Powers auf der kanadischen Nationalausstellung füllte meine Gedanken in den nächsten Tagen vollständig aus. Und als ich mich an all das zurückerinnerte, was seit Mai geschehen war, stellte ich zu meiner Überraschung und Freude fest, dass ich seit meiner Begegnung mit Paul viel hoffnungsfroher in die Zukunft blickte. Jeden Morgen wartete ich voller Spannung auf den Briefträger und schon Mitte der Woche wurde mein Warten belohnt. Bei der Post war ein Brief von Paul, abgestempelt in Toronto. Er hatte diesen Brief also noch an diesem bewussten Samstag geschrieben. Zu sagen, ich hätte mich darüber gefreut, wäre eine totale Untertreibung gewesen. Ich konnte es kaum abwarten, ein ungestörtes Plätzchen zu finden, um den Umschlag endlich aufzureißen. Schon am Mittwoch schrieb Paul einen zweiten Brief. Seine Briefe enthüllten mir Dinge aus seinem Leben, die ich bis dahin nur hatte vermuten können. Natürlich war mir schnell klar geworden, dass sein Glaube Tiefgang hatte, aber in der kurzen Zeit unseres Beisammenseins konnte ich das alles gar nicht in seinem ganzen Ausmaß erfassen, geschweige denn würdigen. Am Samstag war ich gerade auf dem Weg zum Briefkasten, als plötzlich Paul selbst vor mir stand. Mein Bruder hatte ihn für das Wochenende zu uns eingeladen, ohne mir etwas davon zu sagen. Wortlos gab ich Paul meinen Brief und er entgegnete lächelnd,
Oh fein, von jetzt an darfst du mir meine Briefe nur noch eigenhändig zustellen. Mein Vater kam und sofort bot Paul ihm seine Hilfe an. Er wurde beim Wort genommen. Paul mähte mit unserem alten Rasenmäher eine Wiese von gigantischen Ausmaßen und half meinem Vater dabei, ein Hornissennest unter dem Dachvorsprung zu beseitigen. Rein zufällig hatte ich die ganze Zeit ebenfalls draußen zu tun. Jätete Unkraut, hackte die Beete, harkte das Gras zusammen. Niemals hätte ich es mir eingestanden, dass ich das alles nur tat, um in Pauls Nähe zu sein. Beim Abschied versprach Paul, mir wieder zu schreiben. Und er hielt sein Wort. Ich bekam 2, manchmal sogar 3 Briefe in der Woche, die ich getreu beantwortete. In diesen Briefen ließ ich ihn an vielen Dingen aus meinem Leben teilhaben, wie ich es vorher nie für möglich oder wünschenswert gehalten hätte. Ich vertraute ihm Dinge über mich an, über die ich noch mit keinem anderen Menschen gesprochen hatte. Unsere Freundschaft wuchs. Und immer häufiger kam Paul zu uns auf die Farm. »Erzähl mir von deiner Kindheit«, bat er mich einmal, als er wieder bei uns war. »Hast du schon immer gern Klavier gespielt?« »Da fragst du am besten meine Eltern«, entgegnete ich etwas steif. Aber dann sprudelte es nur so aus mir heraus. »Oh Paul, du wirst es nicht glauben, ich habe schon mal im Schlaf ein Musikstück komponiert. Als kleines Kind bin ich manchmal schlafgewandelt und einmal bin ich mitten in der Nacht die Treppe hinuntergegangen und habe mich im Wohnzimmer ans Klavier gesetzt. Der Rest der Familie war davon nicht gerade sehr erbaut.« Wir lachten beide. »Erzähl mir von dir, Paul«, bat ich. Er zögerte, sagte aber schließlich, »wie ich aufgewachsen bin, das lässt sich nicht mit deiner glücklichen, behüteten Kindheit vergleichen.« Ich hörte von Erlebnissen, die mich in Tränen ausbrechen ließen. Ich konnte einfach nicht verbergen, wie sehr mich sein trauriges Schicksal bewegte. Pauls Mutter war gestorben, und der verstörte 7-Jährige stand neben ihrem Bett, schluchzte herzzerreißend. Da schlug ihm sein betrunkener Vater mit der Faust ins Gesicht. Weiter auf ihn einprügelnd, trieb er den Jungen durch das ganze Zimmer, aber damit nicht genug. Er trat auf das blutende Kind ein und brüllte, »Das ist dafür, dass du heulst! Gib endlich Ruhe, du Esel! Männer heulen nicht, nur Babys!« Paul verlor an jenem schrecklichen Tag nicht nur seine Mutter, auch seine Kindheit war zu Ende. Ein misstrauischer, kleiner Junge war er geworden, den man gezwungen hatte, über Nacht ein Mann zu werden. Im Alter von 8 Jahren hatte Paul bereits Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Anfangs völlig ahnungslos wurde er beim Spielen mit Nachbarskindern in Ladendiebstähle mit hineingezogen. Es bildeten sich Banden, die Einbrüche begingen, Menschen überfielen und sogar vor einem Mord nicht zurückschreckten. Paul verbrachte Jahre in immer neuen Erziehungsheimen und landete schließlich im Gefängnis, einem ehemaligen Kriegsgefangenenlager für deutsche Soldaten. Als Paul 16 war, brachte man ihn in ein Gefängnis in Ontario. Hier steckten sie ihn in eine Einzelzelle. Aber in dieser Haftanstalt erhielt er die Chance, an dem Unterricht einer Handelsschulklasse teilzunehmen. Schon bald zeigten sich seine Begabungen. Anschließend kam Paul in die Haftanstalt Bowmansville, wo er in einer Schuhfabrik arbeitete. Und hier wendete sich alles zum Guten. Als Paul entlassen war, wohnte er bei einem älteren Ehepaar, die Christen waren, Clara und Clarence Adams. Pauls Leben sollte sich dramatisch ändern. »Ein Mädchen lud mich zu einer Veranstaltung von Jugend für Christus ein«, berichtete Paul, »und ich ging tatsächlich hin, mehrere Male sogar.« Er konnte nicht weitersprechen. »Du weinst ja«, sagte ich leise. Was Paul mir an diesem Tag nicht erzählt hatte, sollte ich schon bald aus seinen Briefen erfahren, denn wir schrieben uns auch weiterhin, ganz regelmäßig. Sehr bald wurde mir klar, dass es sich hierbei um Briefe handelte, in denen mich Paul immer tiefer in sein Herz sehen ließ. Und auf dem Grunde seines Herzens las ich, ganz eindeutig und ohne jeden Zweifel, »Ich liebe dich«. Paul war eingeladen worden, anlässlich des Erntedankfestes bei einer Jugendfreizeit in einem Ort knappe 200 Kilometer östlich von Toronto Vorträge zu halten. Er hatte mich angerufen und gefragt, ob ich ihn begleiten und bei den Veranstaltungen Klavier spielen würde. Begeistert hatte ich zugestimmt.
Jetzt arbeitete ich als Lehrerin in Ingersoll. An jenem Freitagnachmittag fuhr ich nach dem Unterricht zu meiner Schwester, die in einem Vorort Torontos wohnte, direkt am Ontariosee. Hier wollte ich mich mit Paul treffen. Wir kamen etwa zur gleichen Zeit bei meiner Schwester an. Wirklich, ich war nicht vorbereitet auf das, was kurz nach unserer Ankunft geschah. Ich war gerade im Schlafzimmer und packte noch ein paar Sachen in meine Reisetasche, als Paul hereinkam. Er ging auf mich zu, umarmte, küsste mich und sagte, »Ich liebe dich und ich weiß, dass du mich auch liebst. Und ich habe jetzt eine Überraschung für dich.« Mit diesen Worten zog er ein kleines Kästchen hervor, von dem jede junge Frau träumt, es eines Tages in den Händen des Mannes zu sehen, den sie liebt. Paul öffnete es. Eingebettet auf einem Untergrund aus Samt lag ein Ring mit einem funkelnden Edelstein. Paul ergriff meine Hand und fragte, »Darf ich ihn dir anstecken?« Sprachlos starrte ich ihn an. Paul behauptet heute, meine erste Reaktion sei unbändige Freude gewesen, die sich aber urplötzlich in schieres Entsetzen verwandelt habe. Ich fing an zu weinen. »Aber meine Eltern, sie wissen doch gar nichts davon«, stotterte ich. Paul versuchte beides, mich zu beruhigen und zu überzeugen. »Mach dir keine Sorgen, Margie, es wird alles gut werden. Deine Eltern mögen mich und mit deinem Vater habe ich mich von Anfang an prima verstanden.« Wie sich herausstellte, war der Ring viel zu groß für mich. Paul streifte ihn sich selbst über einen Finger und wir lachten, als er ihn an seiner Hand herumschlenkerte. »Wenn wir zurückkommen, werde ich zu deinen Eltern gehen und sie um deine Hand bitten.« Zärtlich legte er die Finger unter mein Kinn und hob es zu sich hoch. »Beruhigt dich das?« Ich lehnte mich an ihn, wie ein großer, zärtlicher Teddybär war er. »Ich liebe dich, Paul, das weißt du, aber ich möchte tatsächlich, dass du meinen Vater fragst. Ich glaube, ich bin hoffnungslos altmodisch und sentimental.« Ich legte den Ring zurück in das Kästchen und steckte es in meine Handtasche. Dann machten wir uns auf den Weg zum Jugendzentrum in der Nähe von Kingston. Während der Fahrt konnte ich einfach nicht widerstehen. Wieder und wieder holte ich das Kästchen aus der Handtasche, nahm den Ring heraus, betrachtete ihn bewundernd von allen Seiten. Es war ein wunderschöner Herbsttag. Die Blätter der Ahornbäume färbten sich bereits golden. Der Gerberstrauch zeigte das schönste Rot, das ich je gesehen hatte. Wir bewunderten die herrliche Farbenpracht und ich erzählte Paul, dass ich den Herbst von allen Jahreszeiten am liebsten mochte. In Kingston sollten wir noch ein paar Leute treffen und mit ihnen zu Mittag essen, bevor wir gemeinsam die restlichen 30 Kilometer bis nach Echo Lake fahren würden. Wir waren früh dran und aus einem plötzlichen Impuls heraus bat ich Paul, »Komm, wir machen einen Spaziergang am Strand.« Schon geraume Zeit hatten wir die vorbeifahrenden Schiffe beobachtet. Der Strand sah richtig einladend aus. Wir sprangen aus dem Auto, schleuderten unsere Schuhe und Strümpfe von den Füßen und rannten übermütig zum Wasser hinunter, den warmen Sand zwischen unseren Zehen spürend. Die Sonnenstrahlen tanzten auf dem Wasser, ließen es glitzern und funkeln. Es war atemberaubend schön. »Wie könnte ich es deinem Vater am besten beibringen?« fragte Paul nun doch ein bisschen ängstlich. »Wir hatten in der letzten Zeit schon einige Hochzeiten in der Familie«, entgegnete ich. »Meine Schwester und mein Bruder haben geheiratet. Meine Eltern werden also kaum begeistert sein, noch eine Hochzeit ausrichten zu müssen, auch wenn das erst im nächsten Sommer sein sollte.« »Wie wäre es Ende Juni oder Anfang Juli?«, erkundigte sich Paul. Wir hatten uns an den Händen gefasst, die Wellen rollten an den Strand und umspülten unsere Füße. Schließlich blickte Paul auf seine Uhr. Kein Zweifel, wir mussten zum Auto zurückgehen. Die Wellen hatten den Weg, den wir gegangen waren, überspült und wir konnten auf unserem Rückweg nur eine unserer Fußspuren erkennen. Etwas wie Angst stieg in mir hoch. »Vielleicht ist es ja mit uns auch so wie mit diesen Fußspuren. Vielleicht werden unsere Träume ebenso weggewischt.« »Nein, nein«, protestierte Paul. »Mir kommt da ein ganz anderer Gedanke. Denk doch nur an unsere Zukunft. Wenn wir heiraten, werden wir beide eins werden.« »Wie ich mich darauf freue, mit dir gemeinsam durch das Leben zu gehen.«
Siehst du hier unsere Fußspuren? Sie sind immer noch zu erkennen. Wo sie weggespült wurden, ist das Wasser bewegt und unruhig. Darin sehe ich ein Bild für unsere Ehe. Auch da kann es mal schwierig werden. Ich war immer noch beunruhigt. Werden wir denn wirklich mit den Stürmen fertig werden können? Paul blieb stehen und sah mir in die Augen. Das werden wir, versprach er. Wenn wir uns so lieben, dass wir bereit sind, um den anderen zu kämpfen, werden wir es schaffen. Ich habe genug mitgemacht, Margie. Ich weiß, was Kampf bedeutet. Aber dieser Kampf, ich weiß es genau, ist es wert, gekämpft zu werden. Was ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, mit denen wir einfach nicht fertig werden? Ich blieb stehen und zeigte auf den Weg. Paul, sieh doch nur, hier ist jetzt nur noch eine einzige Fußspur zu sehen. Paul seufzte leicht und schwieg einen Moment. Der Druck seiner Hand verstärkte sich beruhigend, als er sagte, Margie, wenn es mal ganz schwierig wird und wir nicht mehr ein noch aus wissen, dann wird uns Gott tragen, wenn wir ihm vertrauen. Das war ein so schöner Gedanke, dass mir der Atem stockte. Ich weiß es noch heute, wie ich sagte, oh, das ist schön. Wie hätte ich einen solchen Mann gehen lassen können? Und doch fordert Liebe eine Menge Mut. Konnte ich ihn wirklich bedingungslos und mit meinem ganzen Herzen lieben, ohne jede Einschränkung? Plötzlich hob Paul mich hoch, schwenkte mich durch die Luft und rief übermütig, »So etwa!« Es waren nur kurze Momente, aber die Erinnerung an diesen Spaziergang am Meer hat sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingegraben. Ich weiß noch, wie Paul mich vorsichtig wieder auf den Boden stellte, wie er mich zärtlich küsste. Ich sehe es noch vor mir, wie wir anschließend weitergingen, eng aneinander geschmiegt, den Blick auf unsere Fußspuren gerichtet, von denen manchmal nur noch eine zu sehen war. Wir kehrten zu dem Gasthaus zurück, wo wir die anderen treffen sollten. Während wir im Restaurant auf sie warteten, griff ich nach einer Papierserviette und begann ein paar Worte darauf zu kritzeln. »Was schreibst du denn da?« fragte Paul neugierig. Dabei wusste er doch schon, was ich da trieb. Er hatte sich inzwischen schon daran gewöhnt, dass ich, wo ich ging und stand, nach etwas zum Schreiben Ausschau hielt. In meinem Kopf schienen sich ständig irgendwelche Verse und Reime zu formen. »Oh, nur ein neues Gedicht«, ich lächelte Paul zu, »über unsere Fußspuren am Strand.« Nach dem Essen kletterten wir alle wieder in die Autos. In Echo Lake richteten wir uns schließlich in den Hütten ein, packten unsere Habseligkeiten aus und machten uns für die Nacht fertig. Die Mädchen in meiner Hütte waren unglaublich ausgelassen, aber irgendwie konnte ich diesmal nicht so richtig mitmachen. Ich war froh, als endlich alle schliefen. Nur ich selbst konnte an diesem Abend nicht so schnell einschlafen. Ich dachte an den Diamantring in dem Kästchen. Hatte sich meine Beziehung zu Paul nicht zu schnell entwickelt? Wir kannten uns doch erst seit 6 Wochen. Was würden meine Eltern dazu sagen? Lange dachte ich über unser Gespräch am Strand nach. Und dann griff ich entschlossen zu meinem Notizbuch, dem Kugelschreiber und der Taschenlampe. Die Worte, die mir den ganzen Nachmittag im Kopf herumgegangen waren, nahmen auf einmal Gestalt an. Ich sah mich am Meer entlang gehen. Neben mir ging Jesus. Unsere Fußabdrücke hinterließen Spuren im Sand. Am Himmel erschienen, wie Blitze, Bilder aus meinem Leben. Und bei jedem dieser Bilder sah ich 2 Fußspuren, meine eigene und die Fußspur Jesu. Beim letzten Bild blickte ich zurück und entdeckte, dass da nur noch eine Spur zu sehen war. Aber genau dieses Bild erinnerte mich an die schwerste Zeit meines Lebens. Wo nur war der Herr geblieben, damals, als ich ihn am meisten gebraucht hatte? Die Worte sprudelten nur so aus mir heraus. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Und was hat mir der Herr auf meine Frage geantwortet? Da antwortete er, »Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.« Ich sah auf meine Uhr, 3 Uhr morgens. Auf einmal zitterte ich vor Kälte. »Vielleicht sollte ich doch noch ein wenig schlafen«, sagte ich mir.
sonst würde es mir am nächsten Tag bestimmt schlecht gehen. Als ich am Morgen erwachte, griff ich sofort nach dem Notizbuch und las, was ich in der Nacht geschrieben hatte. Und auf einmal wusste ich es. Ich würde beginnen, eines Nachts hatte ich einen Traum. Und so ist das Gedicht entstanden, das viele Jahre später jene Krankenschwester meinem Mann am Krankenbett vorlesen sollte. Für uns beide, für Paul und mich, wird daran immer die Erinnerung an einen wunderbaren Spaziergang am Meer geknüpft sein. Nachmittag zeigte ich Paul mein Gedicht und sagte, Gott hat mir Ruhe geschenkt. Mein Vater wird dich bestimmt nicht abweisen, wenn du ihm sagst, dass wir heiraten wollen. Unsere Gespräche gestern am Strand und das, was ich hier geschrieben habe, haben mir Mut gemacht. Ich weiß es jetzt, Gott hat uns gestern wirklich etwas ganz Besonderes geschenkt. Was könnte man sagen? Eine Vision. Gottes Versprechen, immer bei uns zu sein, ist ein sicheres Fundament, auf dem wir unsere Ehe aufbauen können. Paul las das Gedicht und er bat mich, es bei der Abendveranstaltung vortragen zu dürfen. In seinem Vortrag sprach er darüber, dass Gott immer für uns da ist, dass er zu jeder Zeit für uns sorgt und sich um uns kümmert, auch wenn wir ihn nicht sehen, dass er uns durch alles Leid hindurchträgt. Im Saal hätte man eine Stecknadel fallen hören können, so angespannt lauschten seine jungen Zuhörer. Margie und ich waren gestern am Strand, erzählte Paul. Wir sprachen darüber, dass wir bald heiraten wollen. Wir waren vergnügt und alberten ein bisschen herum. Ich hob sie hoch und hielt sie fest. Margie zappelte in meinem Arm, aber sie wusste, dass ich stärker und mein Griff fest war. Paul wurde jetzt sehr persönlich. Das ist ein Beispiel für uns alle. Wir können Jesus zwar nicht sehen, aber er sagt uns, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das hat er wirklich für uns getan. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber ihr dürft sicher sein, er ist hier. Er hat schon oft Zeichen gegeben, wo es vollkommen dunkel um mich war und ich seine Nähe nicht gespürt habe. Da habe ich wild um mich geschlagen und gedacht, dass mich Jesus unmöglich lieben kann. Aber immer war er da und hat mich getragen. Und das will er auch bei euch tun. Dann las Paul das Gedicht vor. Später hörten wir, dass viele der jungen Leute sich an diesem Abend dazu entschlossen hatten, Christus ihr Leben anzuvertrauen und einen Anfang mit ihm gemacht hatten. Auf der Rückfahrt lachten und sangen wir und hatten Spaß, aber nach einigen Stunden Autofahrt wurden wir müde. Deshalb drehten wir das Radio auf volle Lautstärke und öffneten die Wagenfenster. Wir waren nicht mehr weit von meinem Elternhaus entfernt, als Paul das Auto an den Straßenrand lenkte und den Motor abstellte. Wir falteten die Hände und beteten. Uns war ziemlich mulmig zumute und wir fragten uns bang, wie mein Vater es wohl aufnehmen würde, wenn Paul ihn um die Erlaubnis bat, mich heiraten zu dürfen. Bis zu diesem Tag hatten wir uns ja tatsächlich erst zweimal richtig verabredet. Selbst ich konnte die Frage nicht ganz beiseite schieben, kennen wir uns eigentlich schon genug? An diesem Wochenende hatte ich sehr viel über Paul erfahren und ich wusste nun, dass wir sehr verschieden waren. Konnte das gut gehen? Und überhaupt, wenn ich bloß daran dachte, in welch verschiedenen Welten wir beide aufgewachsen waren. Zu Hause empfing uns ein anheimelndes Kaminfeuer. Meine Eltern waren ganz begierig darauf, alles über das Wochenende zu erfahren. Schließlich flüsterte ich meiner Mutter zu, ich würde gern mit ihr etwas besprechen. So sah sich Paul auf einmal in der Küche meinem Vater allein gegenüber. Mein Vater hat einen einzigartigen Sinn für Humor und ich bin sicher, dass er zu dem Zeitpunkt bereits ahnte, woher der Wind wehte. Aber noch ließ er Paul ein wenig zappeln.
Sie wollten etwas mit mir besprechen, fragte er. Ja. Nun, hatten Sie einen Unfall? Nein. Worüber wollen Sie denn dann mit mir sprechen? Über Margie. Ist mit Margie irgendetwas nicht in Ordnung? Nein, doch, ich meine... Also nochmal, worüber wollen Sie mit mir reden? Paul holte tief Luft und sagte, also, was ich fragen will, darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten? Ein merkwürdiges Schweigen folgte diesen Worten. Paul erschien es wie eine Ewigkeit. Endlich ließ sich mein Vater herbeizusagen, nur um Ihre Hand wollen Sie mich bitten, den Rest mögen Sie nicht? Und dabei grinste er von einem Ohr zum anderen. Oh doch, beeilte sich Paul zu versichern und lachte jetzt auch. Ich liebe alles an ihr. Aber mein Vater wollte ganz sicher gehen, dass der Mann, der seine Tochter heiraten wollte, sie auch wirklich liebte. Sehen Sie, sie ist mein kleines Mädchen, erklärte er. Und ich habe all die Jahre treu für sie gesorgt. Werden Sie das auch tun, junger Mann? Sie müssen sie in guten wie in schlechten Zeiten lieb haben, ja, sie sogar mehr lieben als sich selbst. Paul reagierte in vorbildlicher Weise, sowohl darauf, dass mein Vater ihn hatte zappeln lassen, wie auf die etwas sentimentalen Äußerungen am Schluss. Er versicherte, Herr Fischbeck, ich werde Margie immer lieben und sie ehren. Ich will alles tun, damit sie glücklich wird, aber ich bin Realist. Und so weiß ich auch, es wird Zeiten geben, in denen sie unglücklich ist oder verletzt. Dann werde ich da sein und sie trösten. Ich will Margie nicht von ihrer Familie trennen, aber ich möchte, dass sie meine Frau wird. Was halten Sie von der Lösung, dass ich von nun an auch zu ihrer Familie gehöre? Und da war mein Vater vom Stuhl aufgestanden, hatte Paul seine großen, schwieligen Hände auf die Schultern gelegt und ihn herzhaft umarmt. Komm her, mein Sohn. Willkommen in unserer Familie. Paul hatte danach vorsichtig alle seine Knochen abgetastet. Und so fanden meine Mutter und ich die beiden, als wir wieder hereinkamen. Es hat noch eine Menge Umarmungen und Küsse gegeben an jenem Abend in unserer altmodischen Küche. Schließlich setzten wir uns alle an den großen Tisch und ich las das neue Gedicht vor, berichtete von unserem Spaziergang am Meer und wie das Gedicht entstanden war. In den folgenden Monaten schmiedeten Paul und ich eifrig Hochzeitspläne. Bis zu unserem Hochzeitsdatum, dem 10. Juli 1965, sollten wir uns nur noch zweimal sehen. Unsere Hochzeitsreise führte nach Kingston. Noch einmal gingen wir dort unseren Weg am Meer entlang, nun in der Gewissheit, dass wir beide zueinander gehörten. Schließlich mussten wir wieder zurück nach Toronto. Paul betreute noch immer den Filmverleih in der christlichen Buchhandlung. Ich unterrichtete in einer Schule im Yorkville District, damals noch eine ziemlich raue Gegend im Zentrum Torontos. An den Wochenenden hatten wir meist Vorführungen für Jugendgruppen. Pauls Magic Show, die biblische Geschichten zum Inhalt hatte, war eine Riesenattraktion. Wir waren sehr beschäftigt. Fast vom Anfang unserer Ehe an hatte Paul ernsthafte gesundheitliche Probleme. Nachdem seine Mutter gestorben war, hatte er rheumatisches Fieber bekommen. Von dieser Krankheit hatte er ein geschwächtes Herz zurückbehalten. Es fiel mir manchmal gar nicht so leicht, für diese Schwäche immer die nötige Geduld aufzubringen. Irgendwie schien sich alles gegen mich verschworen zu haben. In meiner Vorstellung gehörte zu einer guten Ehefrau, dass sie vernünftig kochen kann. Dies und, dass beide Ehepartner gute Freunde waren, gehörte, meiner Meinung nach, einfach zu einer harmonischen Ehe. Ich backte einen Kuchen, er misslang. Bei den folgenden Versuchen erging es mir nicht viel besser. Mich packte die Verzweiflung. Nachdem jeder Kuchen, den ich gebacken hatte, am Schluss wie Wackelpudding aussah, ließ sich Paul herbei, nach dem Backofen zu schauen. Und siehe da, der funktionierte nicht richtig. Ich gab Paul die Schuld für die ganze Misere. Hätte er nicht schon früher auf die Idee kommen können, dass mit dem Herd etwas nicht stimmte? In jenem ersten Jahr unserer Ehe gingen wir Weihnachten nicht zu meinen Eltern. Nicht zuletzt deswegen, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste mich erst selbst in den Griff bekommen. Beschämt gestand ich mir ein, dass ich mich in unserer Ehe als regelrechter Versager entpuppt hatte.
Wichtig waren mir mein Haushalt, eine blitzblanke, pingelig saubere Wohnung. Die Beziehung zu meinem Ehemann kam erst in zweiter Linie. Gott sei Dank kam ich bald zur Besinnung und widmete mich wieder Paul und den Aufgaben, die Gott uns anvertraut hatte. In die Arbeit mit Kindern gerieten wir eher zufällig, so schien es uns zumindest, wobei wir natürlich wussten, dass Gott nichts dem Zufall überlässt. Paul war eingeladen worden, eine Woche an jedem Abend in einer Kirchengemeinde in Timmins zu sprechen, einer Stadt 650 Kilometer nördlich von Toronto. Als er am ersten Abend den Saal betrat, glaubte er seinen Augen nicht trauen zu können. Nichts als Kinder saßen dort. Dabei hatte man ihm gesagt, er würde zu Teenagern sprechen. Folgendes war passiert. Auf den Handzetteln, mit denen für die Vorträge geworben worden war, hatte sich ein Druckfehler eingeschlichen. Anstelle von 15 bis 21 stand dort von 5 bis 12. Und es wurde eine wunderbare Woche. Paul führte Zaubertricks vor, er arbeitete mit einem Seil, Taschentüchern und anderen Utensilien. Ich war nicht mitgefahren, aber Paul hatte mich schon am ersten Abend angerufen und mir alles berichtet. Wie dankbar habe ich damals gebetet. Zwei Freundinnen beteten mit mir für Paul. Als er nach Ablauf der Woche nach Hause kam und freudestrahlend davon berichtete, was Gott an den Kindern getan hatte, war ich nicht sehr überrascht. Gott erhört tatsächlich Gebete. Paul, ich glaube, du wärst hervorragend für die Kinderarbeit geeignet, meinte ich in diesem Zusammenhang. Anfangs fand er das gar nicht, aber schon bald meinte auch er, dass Gott ihm die Begabung geschenkt hatte, mit Kindern umzugehen. Etwa ein Dreivierteljahr später schien es an der Zeit, dass Paul mit der Arbeit in der Buchhandlung aufhörte. Er wollte sich mit dem Filmverleih selbstständig machen. Und so wurde er der neue Repräsentant für Gospelfilm in Toronto. Doch nicht nur das, er übernahm auch die Vertretung für fast alle anderen großen Studios, die zu der Zeit christliche Filme produzierten. Er war jetzt häufig auf Reisen und arbeitete mit dem bekannten Country- und Western-Sänger Red Harper zusammen. Anfangs versuchte ich noch, meine volle Stelle als Lehrerin zu behalten und reiste mit Paul, wann immer es möglich war. Quer durch das Land führten wir unsere Veranstaltungen für Kinder durch. Dann kam die Anfrage, ob Paul von Januar bis März in säkularen Magic-Shows auftreten würde, und zwar in einigen der größten Vergnügungsparks der Vereinigten Staaten. Im Sommer, als ich Ferien hatte und der Filmverleih uns nicht so stark beanspruchte, widmeten wir uns mehr der Arbeit in Kirchengemeinden, bei Freizeiten und Kurzbibelschulen in Toronto und der näheren Umgebung. Doch unser prall gefüllter Terminkalender forderte seinen Preis. Ich musste eine Entscheidung treffen. Sollte ich weiter meinen Beruf ausüben oder wäre es besser, damit aufzuhören und Paul auf seinen Reisen zu begleiten? Ich entschied mich für meinen Mann.